Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die Glossy Box für den Monat Juni. Ich bin schon sehr gespannt, was da drin ist und freue mich jetzt schon, die aufzumachen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Als erstes waren wieder Flyer mit dabei, einmal hier von Glossy Box zum Thema Freunde werden. Dann hier Bräuninger und Lampenwelt. Und auch wieder so, einmal HelloFresh und einmal mein Müsli. Wenn man die Glossy Box aufmacht, dann kommt, sieht man hier wieder dieses schöne Heftchen. Und das ist einmal die Salze Summer Nights Edition. Genau, um das Thema geht es jetzt hier im Monat Juni. Als erstes kommt hier einmal dieses Heftchen entgegen. Und da ist auch passend dazu einmal so ein Drink dabei. Ich glaube, der war schon mal in der Glossy Box drin. Und zwar ist das vom Quick Cap. Das sind diese Teile hier. Die Geschmacksrichtung Beauty. Und hier ist einmal so eine Flasche dabei. Genau, also wie gesagt, ich habe ja die Geschmacksrichtung Beauty. Und hierzu steht auch was in dem Heftchen drin. Und zwar der Beauty Drink mit dem sanften Geschmack von Pfirsich. Schönheitsideale sind etwas für Hollywood. Aber eine gesunde Einstellung zur Schönheit kann nicht schaden. Denn das Schönste ist doch, beim Blick in den Spiegel mit sich selbst zufrieden zu sein. Und jetzt stell dir vor, genau diese Schönheit würde sogar noch nach Pfirsich schmecken. Gestatten, Quick Cap Beauty. Also hier steht auch, diese Flasche hier ist spülmaschinen geeignet und wiederverwendbar. Also ja, finde ich nicht einmal schlecht. Also so eine Flasche kann man auf jeden Fall brauchen, ob man jetzt das hier kauft oder nicht. Aber ich würde sagen, da schauen wir gleich mal ins Heft rein, was denn so dieses Quick Cap hier kostet. Also, das Originalprodukt ist einmal diese Flasche mit 7 solcher Caps und würde für die Geschmacksrichtung Beauty 21,90 € kosten. Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Es gibt noch die Geschmacksrichtung Sun. Die ist wohl Sun verführt mit Passionsfrucht, Mangoaroma und stärkt den Hautschutz vor schädliche UV-Strahlung. Okay. Ja. Ob ich mir das so nachkaufen werde, weiß ich aktuell nicht. Ich finde auch, mit einer gesunden Ernährung kann man da viel erreichen und braucht nicht unbedingt solche Beauty Caps. Aber mal schauen, vielleicht taugt das Produkt ja auch was. Dann haben wir hier drin von Catrice die neuen Ico Nails Gel Lacquer. Und zwar ist es die 05 It's All About That Red. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne rote Farbe. Also ein richtig knalliges Rot. So eine Farbe habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch die Catrice Lacke echt super. Also ich habe mir den hier geholt und die mag ich echt gerne. Also die trocknen schnell, decken wirklich gut, auch schon in einer Schicht. Also da bin ich auch mal gespannt, den auszuprobieren. Der, denke ich mal, ist auch in jeder Box drin, weil der gleich als erstes gezeigt wird. Und zwar kostet der 2,99 €. Dann haben wir hier einmal drin einen Pinsel. Und zwar von Luxie, die 512 Small Contouring. So sieht er aus. Und der ist also richtig weich. Ist auch richtig schön gebunden. Er ist sehr schmal, was aber, glaube ich, auch ganz gut sein kann. Und er verliert auch keine Härchen. Also sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, genau, den habe ich momentan in Verwendung. Der war auch mal in der Glossy Box drin. Und zwar ist der auch von Luxie. Und ich weiß gar nicht, wie lange, dass ich den jetzt schon habe. Also schon ein paar Jahre. Und ich mag den richtig gerne. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall auch sehr, sehr lange mit in der Sammlung bleiben. Ach ja. Und der Pinsel liegt bei, also ist auch ein Originalprodukt, liegt bei 20,60 €. Dann haben wir hier einmal drin von CRT London. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einen 4C Flix Eyeliner. Also das ist auch ein Originalprodukt. Und der liegt bei 18 € und hat 1,7 ml drin.
sieht er ohne die Folie aus. Und das ist hier wie so ein Füllstift. Okay. Also ich glaube, dass man mit dem sehr guten Eyeliner ziehen kann. Das ist auch hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wie so ein Schwämmchen. Also hat auch keine Borsten oder so. Also auf den bin ich auch wirklich gespannt, wie sich der verhält. Und man kann auch hier jetzt rubbeln. Der ist fest. Jetzt gehen wir da mal mit einem Reiniger drüber. Also da nehme ich jetzt einfach mal hier von Garnier das Micellenreinigungswasser. Also man kriegt es auch ganz leicht hier mit so einem Micellenwasser runter. Als nächstes ist hier von Invisiboggles diese Nano-Haargummis drin. Die schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Also die habe ich auch im Laden, ehrlich gesagt, nicht beachtet. Und die sind schon sehr klein. Also die sind wirklich sehr, sehr klein. Aber man kriegt es gut noch über so zwei Finger drüber. Ich mache jetzt einfach mal hier in so eine Haarsträhne. Also den kann man zweimal drum wickeln und dann sitzt er noch sehr locker. Okay, also der sitzt dann sehr komisch, ehrlich gesagt. Probieren wir mal eine dickere Haarsträhne. Also irgendwie gefällt mir das halt nicht, wie es im Haar aussieht. Also vielleicht auch nur einmal ran. Naja, also wenn man den einmal ran macht, dann hängt das halt da locker drin. Also ich weiß noch nicht. Mal schauen, wie ich die verwenden werde. Die Invisiboggles sind auch ein Originalprodukt und liegen bei 3,95 Euro. Und gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier dieses New to Be, glaube ich. Also ich habe das hier irgendwo mal draufsteht. Ja, doch, hier. Dann haben wir hier einmal von Rausch aus der Schweiz eine Marke, ein Haarspray. Und zwar mit Sanddorn, silikonfrei. Okay, also der Preis ist schon heftig, finde ich. Das Produkt hat 75 ml und kostet mit 75 ml 4,80 Euro. Das Produkt mit 250 ml kostet 9,20 Euro. Also das ist schon Also es riecht ganz normal nach Haarspray. Jetzt sind die Finger ein bisschen angespült. Ich würde sagen, ich trage das jetzt gleich einfach mal auf. Also es kommt ein sehr feiner Nebel raus. Also es ist jetzt starker Halt steht drauf. Ja, okay, also es hält dann schon ein bisschen zurück, ne? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich hier überall Haarspray. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das für den Preis wirklich jemals nachkaufen werde, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und verwenden und aufbrauchen, weil Haarspray geht immer. Aber ich finde, für den Preis, glaube ich, kriegt man doch ein paar mehr Dosen als eine und deswegen, glaube ich, weiß ich jetzt schon, dass ich mir das Produkt definitiv nicht nachkaufen werde. Und das letzte Produkt ist hier so ein Goodie
Und zwar von L'Oreal, die Hydra Genius Aloe Water The Liquid Care, normale Haut bis Mischhaut. Okay. Schade, dass ich nicht das, oder dass man nicht das mit für normale bis trockene Haut drin hätte. Die hätte ich sehr, sehr gerne mal ausprobiert, weil ich schon am Überlegen bin, ob ich mir die kaufen soll. Aber ich werde jetzt die auf jeden Fall ausprobieren und finde es auf jeden Fall super, dass hier mal eine Probe mit dabei ist. Und ja, mal schauen, wie das Teilchen ist. Also wenn ich jetzt hier durchs Heftchen blätter, die Produkte wären noch drin gewesen in Boxen. Oder hier die zwei oberen. Und hier die Seite wäre jetzt noch drin gewesen. Weil ich jetzt sagen muss, also ich finde die Auswahl, die ich jetzt in der Box hatte, echt super. Also ich hätte es mir, von den anderen Produkten hätte ich mir jetzt nicht umgesagt, hey, das wäre cool gewesen, wenn es mit dabei wäre. Das ist auf jeden Fall nett. Deswegen, also die Auswahl der Produkte finde ich diesmal super top. Also gerade dieser Pinsel. Ja, also ich würde sagen, der Pinsel und der Eyeliner sind die Produkte, die ich am besten in der Box finde. Das Produkt hier, wie gesagt, finde ich halt einfach vom Preis her viel zu hoch für ein Haarspray. Deswegen weiß ich nicht. Ja, aber alles im anderen finde ich die Box echt super. Und man kann mit allem, denke ich, was anfangen. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Ausprobieren. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, hier oder hier. Ich werde es euch verlinken. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und was mich auch freuen würde, von euch mal unten in den Kommentaren zu lesen, habt ihr die Box? Wenn ja, was war drin und wie hat sie euch gefallen? Ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!